Ich hoffe, ihr habt bei Der Palast schon reingeschaut. ZDF, eine Eventproduktion sondergleichen. So ein tolles Cast. Und heute zu Gast eine der weiblichen Hauptdarstellerinnen, Luise Befort. Wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's wunderbar. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Und ich bin in Berlin. Ach, Berlin, da ist ja auch der Friedrichstadtpalast. Um den dreht es sich ja. Und du hast ja eine ganz persönliche Verbindung dazu, ne? Ja, allerdings. Wie ging das los mit dir und wie alt warst du da vor allem? Genau, ich war da ja 2 Jahre Solistin als Externe im Jugendensemble. Und das war eine ganz, ganz besondere Zeit für mich. Und total witzig, weil ich vor kurzem erst irgendwie so eine Verbindung geschlagen habe durch auch ein anderes Interview, was ich geführt habe. Und zwar so, ich bin ja zur Schauspielerei gekommen, auch durch Musical, damals im Theater des Westens in Berlin. Und das ist auch irgendwie eine ganz schöne Anekdote, weil ich war 7 Jahre alt und da gab es so einen Aushang für ein offenes Casting für das Stück. Und Bedingung war, dass man 8 Jahre alt sei, also 8 Jahre alt ist, und ich war aber erst 7. Und meine Mutter hat mir diese Geschichte erzählt, dass ich sie da hingeschleppt habe quasi und ihr das gezeigt habe und gesagt habe, guck mal, da gehe ich hin. Und sie so, wieder gehst du hin, du bist doch noch gar keine 8. Ich will da trotzdem hin. Und bin da hin. Es hat geklappt im Endeffekt. Ich war ja eigentlich zu jung, aber sobald ich 8 Jahre alt war, durfte ich dann auf die Bühne. Proben ging vorher schon. Und dann ist mir das nie so richtig klar gewesen, wie lustig das eigentlich ist, weil ich bin mit 16 zu diesem Casting in den Friedrichstadtpalast gegangen und war dann vor Ort. Und dann kam irgendwie raus, das war ein Missverständnis. Die haben eigentlich eine männliche Rolle gesucht an dem Tag. Und ich hatte dann irgendwie 3 Songs vorbereitet. Ich wollte mich dann trotzdem sehen. Na klar, irgendwie, ne? War ja schon da. Und das hat irgendwie so, das hat sie irgendwie begeistert, fanden sie klasse. Und dann durfte ich da 2 Jahre mit denen arbeiten und als Solistin auf der Bühne stehen. Und es ist so witzig, weil für die meisten so EnsemblemitgliederInnen endet die Zeit mit 16 Jahren. Im Palast dann. Und ich habe halt mit 16 dann da angefangen und da 2 Jahre dann als Externe gespielt und gesungen und da auf dieser Bühne getanzt. Und das ist echt schon total witzig. Das erste Mal war ich zu jung und das zweite Mal war ich quasi zu alt und trotzdem, ja, total witzig. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist schon eine geile Geschichte, die würde ich gern verfilmt sehen, da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte, bis dann dein Lebenswerk verfilmt wird. Aber bei Der Palast, da bist du auch dabei und du spielst Bettina Wilke. Wer ist denn das? Bettina Wilke. Die ist eine junge Tänzerin am Palast, ist so die Jüngste im Ensemble, ist neu in dem Ensemble, kommt gerade von der staatlichen Ballettschule. Und ist eine junge, ehrgeizige Frau, die die große Leidenschaft hat zu tanzen und alles dafür tut und dafür kämpft, dass sie diese Leidenschaft ausleben kann. Und sie ist tatsächlich auch die Top-Konkurrentin der weiblichen Hauptrolle, in dem Falle Christine Steffen, gespielt von Svenja Jung. Und Svenja Jung spielt nicht nur einmal die Hauptrolle, sie macht es gleich zweimal, denn sie spielt Zwillinge. Die andere Rolle heißt Marlene Wenninger. Und da ist natürlich viel, viel los. Wir haben diese beiden Handlungsstränge, die natürlich irgendwann eins werden. Bei Der Palast hast du ja das Glück, und ich glaube, da beneiden dich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, du darfst mit Daniel Donskoy zusammen. Es hat mir total Spaß gemacht, endlich mal mit Daniel zu drehen. Aber auch mit Svenja, weil und einigen anderen auch aus dem Ensemble tatsächlich, weil wir standen noch nie irgendwie zusammen vor der Kamera oder auf der Bühne. Und das ist irgendwie schön. Es war so ein bisschen wie Homecoming auch, weil viele aus dem Ensemble auch doch irgendwie dann gute FreundInnen von mir sind oder irgendwo Familie. Zum Beispiel auch über den Matthias Brenner. Es hat mich so sehr gefreut, wieder mit ihm zu drehen. Weil wir haben ja irgendwie 3 Jahre zusammen Club der Roten Bänder gedreht. Er hat damals den Benito da gespielt. Und das war total schön. Da habe ich mich riesig gefreut, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Das war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Nicht nur wegen meinen FreundInnen und KollegInnen, mit denen ich da wieder arbeiten durfte oder überhaupt arbeiten durfte, aber auch eben wieder im Palast zu sein und irgendwie da auch nach Hause zu kommen und diese alte Zeit da nochmal irgendwo auch zu zelebrieren. Das ist schon ein Wahnsinn. Und das Gleiche gilt auch für die Shows, die ihr da auf der Bühne abliefert. Luise, meine Güte, ey. Puh.
Wie viele Tage durftet ihr denn dafür trainieren oder war das irgendwo ganz knapp kalkuliert am Rande? Ja, das war schon, also es war halt der Hammer, ne? Also es war so eine intensive körperliche Arbeit, die wir da gemacht haben. Und also wir haben dieses Jahr angefangen im Januar und die erste Woche waren so 25 Stunden Tanztraining. Und so die darauffolgenden Wochen bis hin zum Dreh dann so 15 Stunden wöchentlich richtig intensives Training. Und das war halt auch so, das ist so besonders gewesen und erstmal ein wahnsinniges Geschenk, dass wir das machen konnten, durften in dieser Zeit. Dann mit diesen unfassbar großartigen Tänzerinnen und Tänzern da zusammen arbeiten zu dürfen an den Choreografien. Und da wahnsinnig viel auch zu lernen. Und klar, während einer Pandemie das irgendwie zu drehen und das irgendwie gewuppt zu bekommen, das war natürlich auch echt ein Geschenk, dass wir das machen konnten. Und auch vor allem natürlich gerade irgendwie Quarantäne gewesen, Lockdown gewesen. Ich persönlich habe mich da nicht so viel bewegt gehabt und dann so hartes Training, so von 0 auf 1000 zu gehen. Also wir haben den Muskelkater alle ganz schön gespürt. Das war eine krasse Herausforderung, auch körperlich vor allem, ja. Aber es sieht so, so gut aus. Also das hat sich safe gelohnt. Und es gab eine Szene, die war bei den Proben. Und zwar ist es so, du und Svenja, ihr sollt vor der Dance Captain eben zeigen, wer besser ist oder perform. Und Svenjas Figur stürzt. So, und das sieht so krass aus. Wie habt ihr vor Ort reagiert? Weil jetzt wisst ihr ja, dass ihr ja Profis seid, aber war trotzdem so ein kleiner Schockmoment, weil es sieht ja so echt aus. Ja, wie war das? Es hat sie echt richtig gut gemacht, fand ich auch. Vor allem, es ist so eine Herausforderung, dann auch noch auf hohen Schuhen das Ganze zu machen. Also Chapeau und das war auch so krass. Ich weiß es noch ganz genau, diese Szene, wie die war, weil Wir hatten 32 TänzerInnen in diesem Ensemble. Also wir waren echt ein großes Team, auch vor allem an dem Tag. Und es haben sich so viele wirklich erschreckt an dem Set und dachten, fuck, ist sie gerade wirklich gestürzt? So. Ist ja auch ein schönes Kompliment für Svenja. auf jeden Fall. Und ja, solche Szenen sind auf jeden Fall, glaube ich, da hat man immer Respekt vor. Und wie viele Durchläufe hattet ihr da? Weil es steigt ja dann schon die Gefahr, dass dann tatsächlich vielleicht mal irgendwas schiefläuft. Macht man dann wirklich nur so oft, wie man muss? Und wenn es nicht zu sehen ist, muss sie das gar nicht machen? Oder wie lief das? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Takes wir da hatten. Aber ich glaube, es war relativ schnell im Kasten tatsächlich. Ja, und auch krass, weil normalerweise hat man ja für solche Szenen oder auch für andere Szenen hat man ja auch Stunt-Coordinators. Es gibt ja auch wirklich Szenen, die du drehst, wo echt krasse Stunts passieren. Und ich bin auch immer so, ich finde es natürlich geil, wenn ich das selber machen kann. Oder super, wenn ich das selber machen kann als Schauspielerin. Ich bin auch immer sehr, hab da immer richtig Bock drauf. für viele Sachen hast du halt dann meistens irgendwie Stunt-Koordinatorinnen. So. Du hast bis hierhin eine so krasse Karriere hingelegt. Und deswegen möchte ich gerne mit dir über zwei deiner Projekte sprechen. Das erste ist natürlich, und da hatte ich, glaube ich, ganz Deutschland kennen und lieben gelernt, der Club der Roten Bänder. 2015, Emma, das Mädchen, 30 Episoden, ein Film. Was passiert mit deinem Herz, wenn du hörst, der Club der Roten Bänder? Absolutes Herzensprojekt. Wirklich, also es war so eine besondere Zeit und auch gerade so, je mehr Jahre vorbeigehen, wo ich das gedreht habe, desto öfters denke ich da irgendwie dran zurück und kann es nochmal ganz anders wertschätzen auch. Weil das war so besonders, was wir da auch als Team hatten und was wir für Momente am Set hatten. Also ich weiß auch ganz genau, es gab Momente am Set, in denen wir zum Beispiel eine Szene gespielt haben, und vor und hinter der Kamera liefen die Tränen. Und ich habe wirklich die Gänsehaut spüren können von allen Beteiligten, die anwesend waren. Und es war dann auch so, bei so besonders emotionalen Szenen, das hatten wir, glaube ich, 2-3 Mal diesen Moment, dass die Klappe gefallen ist und 5 Minuten komplette Stille war danach am Set.
komplette Stille und wir lagen uns nur in den Armen und uns liefen die Tränen runter, weil das einfach auch so emotional war, was wir da erzählt haben in dieser Geschichte und das wahnsinnig verbindet in diesen Momenten. Und es waren echt schon sehr, sehr besondere, ja, besondere Erlebnisse, die wir da zusammengeteilt haben. Also unfassbar. Und hättet ihr am Set oder habt ihr am Set vermutet, dass diese Serie Deutschland, Österreich und die Schweiz so wegreißt? Also tatsächlich war es so, bei der ersten Staffel weiß ich es noch ganz genau, wie das war. Ich saß gerade in der Maske und wir haben darüber geredet, weil wir waren auch so, wir konnten uns das nicht mal im Traum vorstellen, dass das so erfolgreich wird. Und ich weiß noch ganz genau diesen Moment in der Maske. Oh Gott, das ist halt auch so schön, ne? Weil wir nicht nur als DarstellerInnen so zusammengewachsen sind, sondern eben auch wir als gesamtes Team wirklich eine Familie geworden sind. Und wir haben immer noch Kontakt. Und ich weiß es noch, in der ersten Staffel, da saß mir gerade in der Maske. Und das war so, da hatten wir schon einiges gedreht. Und wir haben auch darüber gesprochen, weil wir uns das eben nicht vorstellen konnten, dass das so erfolgreich wird. Und ich kann mich noch so gut an das Gespräch erinnern, dass wir meinten, es ist so scheißegal. Selbst wenn es 2, 3 Leute erreicht und das so viel mit denen macht, wie das mit uns macht, dann haben wir so viel gewonnen. Und dass wir das erreichen konnten nach diesem Projekt, was das für Wellen geschlagen hat auch irgendwo. Und was wir für besondere Begegnungen hatten, auch mit ZuschauerInnen, die das gesehen haben, die uns ihre Lebensgeschichten erzählt haben, die uns zum Teil gesagt hat, dass diese Serie wirklich ihr Leben irgendwo gerettet hat oder positiv beeinflusst hat. Also das berührt mich immer noch so sehr. Und das ist auch irgendwie der Grund, warum ich diesen Beruf mache. So, um Geschichten zu erzählen, die Menschen erreichen. Und sie zum Nachdenken anzuregen oder ja, irgendwie Denkanstöße zu geben oder ihnen Kraft geben oder sie einfach mal zum Lachen zu bringen oder zum Weinen. Aber das hat Club der Roten Bänder echt geschafft. Und dieses Projekt wird immer in meinem Herzen sein. Mit einer Figur hast du mich bei einem anderen Projekt sehr berührt. Dem Horizont so nah. Aha, ja. Da warst du Tina, mit dabei war der wunderbare Yannick Schümann, die großartige Luna Wedler und eben du. Als Tina waren noch viele andere Leute dabei, so ist es nicht. Aber das war ganz krass, weil Tina ist eine besondere Figur und ich, ohne jetzt hier spoilern zu wollen, schaut diesen Film. Tina hat, sie war nicht da in der Szene, aber es ging um sie. Also da habe ich geweint, das war krass. Wie geht's dir, wenn du an Tina denkst? Ist sie noch irgendwo in dir? Hast du sie noch vor Augen? Total. Ich habe sie nicht nur vor Augen, sie ist da. Also ich liebe diese Figur so sehr. Und ich hätte immer noch so große Lust, weil es ja eine Romanverfilmung ist und das ist ja eigentlich ein Dreiteiler. Und im dritten Roman geht es um die Geschichte von Tina und Danny, wie sie sich kennengelernt haben. Und ich habe nach wie vor so Bock eigentlich, diesen Film zu machen. Also er ist jetzt nicht in Planung gewesen, aber ich habe auch öfters irgendwie so da nochmal nachgehakt, weil ich einfach finde, also ich habe wirklich eine riesengroße Liebe für diese Figur entwickelt. Und das war auch, ich meine, ich lerne von jedem Projekt, das ich mache und von jeder Figur, die ich irgendwie annehmen darf und die ich verkörpern darf, so viel. Und dem Horizont so nah war auch für mich ein Projekt, was für mich auch irgendwo life-changing war und wo ich, wodurch ich echt auch so schöne Begegnungen hatte, auch vor allem mit Menschen, die auf der Straße leben. So was in der Form wahrscheinlich nicht passiert wäre, hätte ich diese Figur nicht gespielt. Und ich fand es auch so interessant, es ist eigentlich auch eine ganz schöne Anekdote. Ich weiß noch, wie ich zur Maskenprobe das erste Mal gefahren bin. Und ich hatte die Romane schon inhaliert. Und also es ist ja auch basierend auf einer wahren Geschichte. Club der Roten Bänder ist ja auch basierend auf einer wahren Geschichte. Das sind irgendwie so meistens die Geschichten, die mich am meisten auch so richtig catchen. Und was oft beschrieben worden ist, also rein als oberflächliches Merkmal von Tina, waren ihre grünen, strahlenden Augen. Und ich bin so zur Maskenprobe gefahren und ich habe irgendwie auch so
gedacht, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie gucken oder nachfragen, ob das irgendwie möglich ist, so mit grünen Kontaktlinsen das zu machen. Und witzigerweise hatte ich auch voll die Vision von Tina mit kürzeren, frecheren Haaren, als ich zu dem Zeitpunkt noch vom Club der Roten Bänder hatte. Und ich bin dahin zu dieser Maskenprobe und ich sehe nur überall so Kurzhaarperücken. Und am Ende kam raus, dass die genau das Gleiche sich überlegt hatten, das auch voll gefühlt haben, wir waren da voll auf einer Wellenlänge. Und eine Wette abgeschlossen haben, weil sie sich gefragt haben, ob ich mir tatsächlich die Haare abschneiden lassen würde oder eine Perücke nehmen würde. Und ich war natürlich sofort, schnippelt sie mir ab. Sofort. Und dann habe ich halt nochmal gefragt wegen den Kontaktlinsen. Und sie meinten halt, naja, bei braunen Augen funktioniert das eigentlich nicht so gut. Und ich meinte verlieren können wir nichts, wenn wir es ausprobieren. Also lass es uns trotzdem ausprobieren. Und tatsächlich hat das richtig gut geklappt. Ich habe so ein bisschen Kurzsichtigkeit und das konnte man nicht ganz ausbessern mit diesen grünen Kontaktlinsen. Das heißt, ich habe tatsächlich auch halb blind gespielt. Aber ich fand das so krass, weil das echt eine 360-Grad-Wanderung war. Und ich nach dieser Maskenprobe, es war in Köln, und ich bin mit diesen neuen Haaren und diesen Kontaktlinsen bin ich einkaufen gegangen. Und ich fand das einfach so krass spannend, auch damals, wie ich wahrgenommen wurde und wie Leute anders auf mich reagiert haben, weil ich eine komplett andere Ausstrahlung hatte. Und das fand ich so interessant und das war echt so ein totales Geschenk, auch bei dem Projekt, weil ich Monate Zeit hatte, mit dieser Figur schwanger zu werden. Ich habe auch ganz viel gezeichnet gehabt, bevor das überhaupt ins Drehbuch aufgenommen worden ist, dass sie malt. Das hatten die auch gar nicht mitbekommen, aber es war alles so intuitiv bei dem Projekt. So, ich hatte ohne zu überlegen in dieser Zeit angefangen zu zeichnen und auch aus Sicht von Tina zu zeichnen. Und auf einmal kam die neue Drehbuchfassung, wo steht, dass Tina ganz viel zeichnet. Also es war total witzig und auch viele Sachen, die man sieht, in Tinas Atelier waren auch tatsächlich von mir gezeichnet und so. Und ich bin dann auch, also es war irgendwie so ein wirklich bereicherndes Projekt, wo ich wirklich so über Monate so schwanger werden konnte mit der Figur und sie immer näher und näher kennenlernen durfte. Und das war einfach total schön. Und und ich glaube, was da so das ist, was ich so am meisten mitgenommen habe von der Geschichte, ist, wie wichtig das ist, Dinge zu hinterfragen und genau hinzuschauen. Weil auch bei Tina, man lernt sie zuerst kennen in dem Film und man hat vielleicht einen ganz anderen Eindruck von ihr, als was eigentlich dahinter steckt. So. Und das trage ich voll in meinem Herzen und bin dafür auch so dankbar. Wer jetzt also unbedingt mehr von dieser tollen Schauspielerin sehen möchte, Der Palast gibt es in der ZDF-Mediathek. Da passiert so viel. Schnallt euch an. Und vor allem klickt rein. Auch wenn es euch jetzt vielleicht nicht so gekickt hat, aber da haben so viele Jahre, so viele Menschen dran gearbeitet. Das ist echt krass. Wirklich, wirklich gut geworden. Und eine der weiblichen Hauptdarstellerinnen, Luise Befort. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Du hast noch einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt nur noch eine ganze Menge zu tun und wir haben Hände. Das heißt, wir können auch wirklich anpacken, wir können wirklich was machen. Und wenn ihr jetzt vielleicht eine schnelle Idee haben wollt, Plastik möglichst nicht verwenden. Das hilft diesem Planeten so krass, das glaubt ihr gar nicht. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wie jeden Abend zur nächsten Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Luise Befort. Bis dann! Ja, apropos Klima, ich schließe mich da an. Wir formen alle die Zukunft mit und wir können alle etwas tun. Und ich glaube, jeder Schritt in die Richtung, mit mehr Achtsamkeit zu leben, ist ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt. Also nutzt eure Stimme, kommt mit auf die Straße bei Fridays for Future, seid dabei. Und ich freue mich, wenn wir uns da sehen.